Pat Simpson. Ah, hier. Genau. Groß machen? Ne, ja, alles gut. Passt. Prostig machen. Muss man schon die Kamera laufen. So. Guten Tag. Guten Abend. Ja, ja, André, du bist gleich im Bild, es sind nur 10 Sekunden Verzögerung. Dann siehst du das später. Erstmal herzlich willkommen. Superman, Batman, Robin ist heute leider nicht da. Wir haben es nicht abgesprochen. Wir haben es nicht abgesprochen. Er packt sein Superman-Shirt aus, ich mache meine Jacke auf, denke ich, ja, passt ja heute hervorragend. Optimal. Ja, haben wir uns wieder gut abgestimmt, ohne dass wir es gewusst haben. Am allerbesten so. Sehr schön. Gut, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, haben wir heute wieder ein nettes Programm dabei. Die Lieblingsübung vom André ist auch dabei, dazu nachher mehr. Mit ziemlich wenig Wiederholung. Aber ich, nicht in allen Teilen. Nein. Also, sonst ist es eigentlich ganz gut aufgebaut, finde ich heute. Ja, sieht gut aus. Warm-up ein bisschen länger heute, statt 10 Minuten, 12 Minuten. Aber auch etwas mehr Mobility im Vordergrund. Ja, der Core-Bereich haben wir mal aufgeteilt mal in zwei Blocks. Ja, könnte ja auch ein bisschen länger gehen. Und dann haben wir noch ein schönes Workout mit drei einfachen Übungen, ja, wo wir nochmal Gas geben können. Klassischen. Ja. Gut, okay. Dann würde ich vorschlagen, wir erklären es. Wer geht an die Kamera? Ich erkläre es Warm-up oder du erklärst Warm-up, ich will den Core-Bereich. Gut, Warm-up geht 12 Minuten heute, eine Runde, 6 Minuten. Wir wiederholen diese. Die Cardio-Übung, die wir zwischendurch immer machen, das sind die Jumping Jacks. Und ansonsten haben wir Mobility-Übungen. Einmal machen wir Sumo-Squats, einmal machen wir den Samson-Stretch, einmal machen wir die Jefferson-Curls. Alles Übungen, um die Mobility eben nochmal zu fordern. Und dann können wir uns kurz diese drei Übungen anschauen, weil Jumping Jack, wisst ihr natürlich auswendig, wie der aussieht. So, André, mach's kurz vor. Jo. Ich sag mal hin, das passt. Dann kann ich mal die Einstellung machen. Also, das ist der Sumo-Squat. Strecken. Beugen. Ruhiges Tempo. Dann, wie gesagt, Jumping Jack. Dann Übung 2, Samson Stretch, Ausfallschritt, Gewicht nach vorne schieben, Oberkörper nach hinten legen, Po anspannen und halten. Nach 30 Sekunden wechseln. Und die dritte, gestreckte Beine, einrunden, so tief ihr könnt. Hoffentlich den Boden berühren und wieder aufrichten. Wirbelsäule rund. Und wieder strecken. Ja, und wie gesagt, zwischendurch kommen immer die Jumping Jacks für jeweils eine Minute. Mehr müsst ihr schon mal nicht wissen. Timer ist schon scharf gestellt. Wir sind eh scharf drauf. Immer. Ach, muss ich doch mal machen? Nee, brauchen wir nicht. DW. Also, Musik und dann geht's los. Push my whip, came back in, back on starting saying,
Thank you.
tatsächlich aufgefallen beim letzten Livestream, weil ich fast gar nicht mehr drehen, weil ich vorne bin. Bei den Liegestütz. Bei 16 Grad Liegestütz, war immer aus dem Bild aus. Das war der Punkt, da habe ich 18-Jährige. Ja, haben sie nicht. Wollten sie mich rausschneiden. Zensiert. Ja, la la la.
Ja, uns fällt es ein bisschen schwer, immer andere Musik zu spielen. Was heißt uns? Dem Sascha fällt es schwer. Nein, dem oder DJ. Beziehungsweise dem DJ ATX, das ist ja der Sascha. Was? Ja. Quatsch. Die Zeit ist halt knapp, immer wieder einen neuen Mix rauszubringen. Das Erbe von David Guetta anzutreten. Ich kann es einfach. Vor allem, wenn sie GEMA-frei sind. Ja, genau. Das kommt halt auch on top. Ja, das ist der große Mist mit der GEMA-freien Musik. Aber ich glaube, wir haben es einigermaßen, das ist ganz okay. Nervt manchmal, wir machen es ja auch. Ich bin ja noch ein bisschen öfter da wie der André, weil ich ja auch die anderen Livestreams mache. Und irgendwann kannst du die Musik halt nicht mehr hören. Aber wir dürfen es nicht, sonst werden wir sofort gesperrt. Es können sogar Strafe geben. Von dem her halten wir uns an der GEMA-freien Musik. Okay, jetzt kommen wir zum Co-Teil. Jo. Der André schwenkt die Kamera. Mach das. Und ich erkläre, was wir machen, welche zwei Blocks. Und zeige auch schon die Übung. Das ist relativ easy going. Also, wir haben als erstes meine geliebte Übung und die Hassübung vom André. Plank to Push-Up. Und weil der André das hasst, habe ich dann gleich 20 Wiederholungen gemacht. Normal machen wir aber nur 10. Wir machen sozusagen 10 mit der, also gehen wir zuerst mit dem rechten Arm runter und 10 mit dem linken. Zeige ich euch gleich nochmal. Dann haben wir noch den Superman. Da gibt es ja zig verschiedene Varianten. Auch das zeige ich euch. Ja, da ist natürlich jetzt wieder André voll vorne dabei mit seinem Superman-Shirt. Dann Plank Wipe mit der Hüfte abwinkeln, 30 davon, also wirklich eine hohe Zahl und das Ganze zweimal. Für diejenigen, die jetzt aber nicht ganz so fit sind, wie Thomas, Mario, ja, Markus, ja, wenn ihr das Tempo nicht halten könnt mit uns, ja, dann macht ihr einfach weniger und macht direkt dann wieder weiter. Ja. Also für diejenigen, die etwas schwächer sind, ja, die können dann etwas weniger machen. Gut, kurze Pause. André kriegt sich schon nicht mehr. Gut, danach schon Pause. Dann 3 Runden Sit-Up, 20 Wiederholungen, Bicycle 20, Bodenwischer 20. Ich zeig's, was ist. So. Plank to Push-Up. Also, ich zeig's so leicht von der Seite. Hier stabil bleiben. Wir gehen jetzt erst mit links hoch. 10 Mal und nachher wechseln wir und gehen immer mit rechts hoch. Okay? Das heißt, dass wir 10-10 haben, also 20 Wiederholungen. Der Superman, wir gehen von der Händen, starten wir vorne und dann gehen wir hoch, ziehen so hinten die Schulter zusammen. Von hier aus Schulter zusammenziehen, vor Schulter zusammenziehen. Okay? Dann haben wir wieder die Plank und dann winkeln wir ab. 2, 3, also pro Seite 15, das heißt 30 Wiederholungen. Das ist der erste Block, den machen wir zweimal durch. Der zweite Block machen wir dann mit den Sit-Ups, fangen wir an, 20 Wiederholungen. Dann machen wir die Bicycle, 20, 10 pro Seite und der Bodenwischer. Thomas, Mario, wenn ihr es nicht schafft, beide an den Winkeln. Okay? Kleiner Spaß am Rand. Gut. Okay, also. Das heißt, wir machen den ersten Block zweimal durch. Kurze Pause. Und gehen dann weiter mit dem zweiten Block. Okay? Bringt was? Bereitet euch vor. Ich bin heute mal nicht so streng mit dem Sascha. Wegen dem Plank to Push-Ups, wie gesagt, es ist nicht so meine Lieblingsübung, ich kann gar nicht wirklich erklären, warum. Manche mögen ja auch den Superman nicht so, Klammer auf Markus, Klammer zu. Bei mir ist es halt der Plank to Push-Up, deswegen ärgert mich der Sascha immer gerne. Aber, weil der Sascha am Wochenende Geburtstag hatte, bin ich nicht so heute. Ja? Da verzeihe ich ihm das. Wahrscheinlich hat er sogar an seinem Geburtstag sich den Plan ausgedacht und sich gedacht, oh, das drücke ich dem André so richtig rein. Ja, weil er ja ganz genau weiß, wie ich diese Übung liebe. Also, aber man muss immer an den Übungen auch arbeiten, die man halt nicht so leiden kann. Manchmal weiß man auch gar nicht, warum das so ist. Ja. Übrigens, Thomas, du hast da reingeschrieben,
2-2-3, also 2 Plank to Push-Up, 2 Superman und 3 Plank Wipe, passt eigentlich bei dir. Dann und dann 10 okay. Runden. Das geht auch. Ja, mit Gewichtsweste natürlich. Ja. Gut, okay. Ja, Musik, dann legen wir los. Zeit brauchen wir ja keine, jetzt in dem Fall. Okay, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir legen los. Bring den Push-up. 2, 3. Thomas, könnt ihr runterhängen? 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, wechsel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, gut. Zweite Übung. Superman, 20 Wiederholungen. Hey.
Thomas, wenn es irgendwie langweilig wird zwischendurch, du kannst ja Burpees über irgendwas drüber machen. Das ist so eine Alternative. Über eine Wandstange machen. Irgendwo drüber Burpees. Blank what? Go! Also wir haben dann Hitman. Hitman ist auch da. Hitman ist auch mit dabei. Ja, also Batman, Superman, Hitman, alle sind vertreten. Hervorragend. Wir tun alles für euch. Danke. Der Sascha wollte sich auswechseln. Ja. Oh, scheiße. Ah, Bänderdehnung. So. Okay. Nochmal zur Erinnerung, Sit-Up, Bicycle, Bodenwischer. Genau. Okay. Machen wir direkt weiter. Jetzt aber drei Runden, weil die ja viel leichter sind. Jetzt üben wir das jetzt mal durch. Hopp!
Dankeschön. Schön nochmal die Bauchmuskeln brennen lassen. Ah. Im ersten Part war es halt dann doch mehr Ganzkörper durch die vielen Planks unter Rücken und Schulter. Also, mal Feierabend, ne? Ja, war es soweit für mich. Gut. So. Vielleicht hat er irgendwas Geiles, was ich jetzt beizutragen. Ja, komm mal, meine Idee ist ja nicht auffällig. Ja. So, also, André wird euch das Hauptworkout zeigen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Es ist beides die gleiche Aussage, es sind keine Burpees dabei. Der Thomas weiß warum. Keine Burpees heute, aber Push-Ups sind dabei. Also wir machen Skate-Lunges, sind wie die Skaters, nur dass wir die heute mal nicht springen, sondern wir machen wirklich wie ein Tempo bei den Lunges. Dann machen wir Push-Ups und die Glute-Bridge. So, meine Idee, das steht zwar jetzt hier nicht an der Tafel dran und das müsst ihr auch nicht so machen, aber meine Idee bei dem Erstellen des Workouts war, dass das ein Every Minute on the Minute ist. Das heißt, alle drei Übungen finden innerhalb einer Minute statt. Ja, also ihr packt alle drei Übungen in die 60 Sekunden rein, 6 Skate Lunges, 6 Push-Ups, 12 Glute Bridges und habt dann am besten noch ein paar Sekunden übrig. Und das ist eure Pause und dann fangt ihr mit der nächsten Minute wieder von vorne an. Das müsst ihr aber nicht machen, weil wir sind ja nicht alle auf dem gleichen Level. Deswegen könnt ihr auch einfach das als ganz normales M-Rap machen. Das heißt, Pausen setzt ihr euch da, wo ihr sie braucht und versucht einfach in 15 Minuten die Übungen immer hintereinander zu machen. Ja? Euer Ding, ihr seid ja selber verantwortlich dafür, ob ihr euch hart challengen wollt oder ob ihr sagt, normales Tempo oder je nachdem, wenn ihr mit der einen oder anderen Übung nicht so gut klar kommt. Ich zeige auf jeden Fall einmal, was ich meine. Skate Lunges, wie gesagt, hier hinten überkreuzen, Knie auf dem Boden und ansonsten kennt ihr das. Genauso auch die Push-Ups oder auch mit Ablegen. Das hier wird zwar auch manchmal im Internet gezeigt, aber das gibt es für uns nicht. Oder Sascha, gibt es für uns Knie in den Push-Ups? Nee. Eher nicht. Eher nicht. Ja. Glute Bridge. Noch zum Schluss klassische
Ja, die auch ernst nehmen, auch wenn die vielleicht ein bisschen leichter aussieht. Richtig schön hochschieben, Po fest, runter und keine, nicht ablegen sozusagen. Hast du auch aufgepasst, Sascha? Ne, was müssen wir machen? Ja. Wie oft? Will noch jemand fragen, wie oft? Ich muss schauen, dass ich nicht wieder aus dem Bild rutsche. Letzte Woche bin ich aus dem Bild gerutscht. Da war ich so weit vorne. 15 Minuten. Also wenn es eins dieser E-Moms sein soll, dann sind es halt 15 Runden. Ansonsten mal schauen, wir machen kein übertriebenes Tempo. Wir wollen, dass alle mitkommen. Wenn ihr schneller machen wollt, als E-Mom könnt ihr das machen. Ansonsten könnt ihr euch an uns orientieren. Wir machen ein bisschen Altherren-Tempo. Wegen, ihr wisst ja, wegen. Habt ihr den Platz hier? Ja, ja. Ja. Ich dachte auf den Knien. We'll be right back.
ich auch stehen. Stand-up. Das können wir noch einbauen können, oder? Stand-up hoch.
Ja. Okay. Volker. Stand up. Burpees.
Durchgang! Letzte Push-Ups! Letzte Burpees! Komm mal, 15 Sekunden! Und noch 5, 4, 3, 2, 1. So, stark. Sehr stark! Hat auch noch mal einen rausgehauen, der Zotti. Also kurz, vor dem Training sollte man das ja nie machen, aber danach, es waren jetzt trotzdem 90 Push-Ups, 90 Skaters und der ein oder andere Burpee war noch dabei. Ein paar, ja. Schreibt mal rein, wer alles Burpees mitgemacht hat. Gut, der Thomas auf keinen Fall, Thomas kann sowas nicht. So, wir warten jetzt noch ein paar Sekunden, weil der Puls, der kommt ja jetzt so ein bisschen zeitversetzt. Und dann lasst uns wissen. Ich bin jetzt mit dem Superman fertig, das ist geil. 4x5 Burpees, sehr schön, Thomas. Gut. Das freut mich. Gut. Sehr schön. Sauber. So gefällt mir das. Sehr schön. Sehr gut mitgemacht. Ich schalte mal kurz um, dass wir sehen. Ja, wir müssen ein bisschen zurück. Sonst sind wir... Kamera ist noch. Ja, wir müssen die nach oben machen. Wir sind gleich für euch da. So, jetzt. Ja, das war's eigentlich für heute. Ja. Batman und Superman waren für euch da. Der Hitman trainiert draußen. Sonst hätte er auch noch mitgemacht. ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch. Am Mittwoch haben wir wieder Mobility Time. Yeah. Am Freitag nochmal Bodycross. So wie es ja aussieht, werden wir noch weiterhin geschlossen haben. Ich schreibe es aber nochmal per E-Mail. Ich vermute mal, bis, glaube nach Ostern hat es was geheißen. Leider, aber solange werden wir euch eben weiterhin mit unseren Livestreams und unserem Gelaber beglückwünschen und unserem Gelaber vor allem. Entertainen. Ja, und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Seid nächstes Mal wieder dabei und macht's gut, haut rein. Wir wünschen euch was. Genießt den Abend.